torno tardi, tu sei la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota. Ma questi anni di volo, non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero. Che tu fossi la mia babysitter, che tu fossi la prof di recupero. Sono settimane che ti provo a chiamare. Fai la presa male, posti foto. Sie treffen heute zum ersten Mal aufeinander. Da dürfen wir gespannt sein. Anstoß für die Eintracht. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Sie spielen heute im 3-5-2. Buschi, dein Kommentar dazu. Das dürfte recht offensiv werden. Entsprechend ja auch hinten. Chance zur Führung. Ja, ganz sicher. Ball ist raus. Ecke für Eintracht Frankfurt. Der Ball kommt rein. Schlechte Hereingabe. Bleibt hängen. Lass uns mal genauer auf die Teams schauen, Buschi. Denkst du, die zwei können heute Einfluss auf die Partie nehmen? Wolf. Beide haben innerhalb ihrer Mannschaft ein ganz besonderes Standing. Die sind extrem wichtig. Ballverlust. Und er gewinnt den Zweikampf. Dani da Costa. Rebic. Toller Pass. Jetzt vielleicht. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Einwurf Frankfurt. Gut geklärt, das war wichtig. Deniala. Philipp Schobesberger. Sie holen sich den Ball. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Deniala. Philipp Schobesberger. Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Es gibt Freistoß. Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Der Ball ist weg. Abstoß. Rode. Den Ball kann er abfangen. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Immer noch die schönes Zuspiel. Klasse gespielt. Er versucht. Er läuft ganz allein aufs Tor zu, aber macht ihn nicht rein. Der Torhüter reagiert gut und bleibt Sieger. Da kommt der Schuss. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Dani da Costa. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Philipp Schobesberger. Da zieht er ab. Gehalten. Elfmeter, ganz klar. Er trifft hier eindeutig den Gegenspieler. Das war ein klares Foul. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Er macht das Tor. Guter Elfer. Das hat er erwartungsgemäß erledigt. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding.
Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Schöne Aktion. Hinteregger. Rode. Philipp Kostic. Da ist die Flanke. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht gefährlich. Kostic. Sie kommen jetzt über außen. Und jetzt die Chance. Tor ist leer. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also, den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Er macht es ihm aber auch wirklich leicht. Und er sagt Dankeschön. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Da geht er dazwischen. Dani da Costa. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Spätestens in den letzten Jahren ist der Fußball ja endgültig zu einem globalen Phänomen geworden, Buschi. Richtig, das sieht man zum Beispiel in den USA oder aber auch in Asien. Das ist eine Riesenbegeisterung da und es gibt natürlich noch Wachstumspotenzial. Er ist da und kann den Ball hier klären. Jetzt ist Platz für den Konter. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oha, ein Foul von ihm. Dabei hat er schon gelb gesehen. Die kurze Variante jetzt. Dani da Costa. Da haben sie den Ball. Philipp Schobesberger. Sehr gut aufgepasst. Rode. Rebic. Kostic. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Stefan Schwab. Er passt ihn auf den Flügel. Und hier wird es Einwurf geben. Philipp Kostic. Und er gewinnt den Zweikampf. Marvin Potzmann. Toller Pass. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war er zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Rode. Das könnte gefährlich werden. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das war die Chance. Aber der Torwart passt auf. Klasse gelöst. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Nach 45 Minuten. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Den Ball kann er abfangen. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Super Pass. So, Situation bereinigt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt.
Na, er hat den Ausgleich gemacht, das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen. Und jetzt der Schuss. Er kann abwehren, aber der Ball war... Ah, oh, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Und er pfeift, Freistoß. Jetzt Hinteregger. Er überzeugt heute als Passgeber. Da verlieren sie den Ball. Schöner Pass. Jetzt vielleicht. Und er macht ihn nicht. Wahnsinn. Stark vom Keeper. Da hat er scheinbar genau gewusst, was der Spieler vorhatte. Abgepfiffen. Es gibt den Freistoß. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Und das ist der Ballverlust. Gute Aktion. Kostic. Klasse. Mija Gacinovic. Er war noch dran, gibt Ecke. Die Ecke kommt. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Sieht gut aus. Da zieht er ab. Die Frankfurter mit der Ecke. Der Ball kommt rein. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Philipp Kostic. Spielt er den Ball in den Strafraum? Und die Situation geklärt. Stark gemacht, das könnte was werden. Jetzt der Schuss. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Aktueller Spielstand, jetzt also 2:1. Stendera. Und den spielt er gleich wieder zurück. Andrija Pavlović. Klasse Zuspiel. Gute Chance. Da zieht er ab. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Andrija Pavlović. Und nun ein Schuss. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. ...3:1 heißt es also jetzt. Dani da Costa. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Nein. Wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Einwurf Frankfurt. Dani da Costa. Da gewinnt er den Zweikampf. Ballverlust. Er holt den Ball hier ganz stark. Stendera. Nicht einfach. Der Schuss war klasse. Es gibt eine Ecke. Eine gute Gelegenheit. Da kommt die Ecke. Gut geklärt, das war wichtig. Da kommt der Schuss. Stark vom Torhüter. Und noch ein Eckstoß. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Es gibt jetzt eine Auswechslung bei Rapid Wien. Der Pass, stark gemacht. Er ist erst seit ein paar Minuten drauf und schon macht er die Bude. Da hat sich der Wechsel gelohnt. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores.
Die Ecke hat er wirklich klasse reingebracht. 3:2 also. Da ist alles drin. Andrija Pavlović. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Dani da Costa. Da trennt er ihn vom Ball. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Er passt ihn auf den Flügel. Einwurf jetzt. Es gibt hier Einwurf. Gnasmüllner. Stefan Schwab. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Deniala. Andrija Pavlović. Und aus der Szene könnte was werden. Das gibt hier Abstoß. Der Trainer hat ein Einsehen und nimmt ihn aus der Partie. Das war definitiv nicht sein Tag heute. Das kann man so sagen, Wolf. Hilft ja nichts. Die Partie jetzt möglichst schnell abhaken und dann wieder nach vorne schauen. De Guzma. Sie suchen die Lücke. Super dazwischen gegangen. Regulär sind es noch 7 Minuten. Andrija Pavlović. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hin. Da haben sie den Ball. Ist das spannend. Schöner Pass. So, Situation bereinigt. Da passt er auf und kann klären. Jetzt schießt er. Noch die Chance da. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Pacienza. Und jetzt die Chance. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verscheckt. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Stendera! Andrija Pavlović. Oh, da ist es vorbei, da kommt der Schlusspfiff. Like Sunday.
like a Parker. The deeper and deeper I go, I get darker. They say they want the old me, they want the young Sinatra back. The one that remember, I'm never giving up around the almanac. Yeah, I'm all of that, far back, like September again. Bassin' these rappers so hard they won't remember again. When it comes to hip-hop, I'm indigenous hitters. It's apparent, I'm bearing down like a parent. When the beef is at stake, I'm Astros. My God, level lyricism system surpass flows. I'm much more than fast flows. Money talk, cash knows. Better than ever surpass, though. That rap is that... Die Situation in dieser Partie ist klar, sie liegen 3 Punkte vorne. Genau, und diesen Vorsprung, den wollen sie natürlich heute verteidigen oder vielleicht sogar ausbauen. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Kurz noch zur Formation. Das ist jetzt eine Chance. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine Parade. Weg ist der Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Ah, oh, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Dani da Costa. Andrea Pavlovic. Gnasmüllner. Tick zu lang. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Gute Chance. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Andrea Pavlovic. Voller Einsatz hier. Sie haben den Ball. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Da passt er auf. Ball geklärt. Klasse Zuspiel. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war. Aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Dani da Costa. Und das ist der Ballverlust. Gnasmüllner. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da macht er sein zweites Tor. Das 2:0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Fängt diesen Ball ab. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Super Pass. Steilpass. Da kommt die Flanke. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Jetzt gibt's Einwurf.
Andrija Pavlović. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Und nun ein Schuss. Da passt Kevin Trapp auf in dieser Szene. Keine Gefahr. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Jetzt vielleicht. Ja, und so geht's natürlich nicht. Nee, das ist harmlos. Die Chance haben sie verschenkt. Das gibt einen Einwurf. Rode. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Und jetzt der Schuss. Das war kein schlechter Abschluss, aber trotzdem, so wird es nichts mit der Aufholjagd. Nee, der Rückstand ist deutlich und dann musst du solche Chancen natürlich nutzen. Weg ist der Ball. Gut gedacht, aber dann geht der Ball doch ziemlich daneben. Rode. Einwurf Frankfurt. Dani da Costa. Den Ball spielt er raus. Flanke jetzt. Chance lebt noch. Und jetzt der Lupfer. Da ist das Tor. Super platziert. In den Winkel. In dieser Szene zeigt er all sein Können. Den Ball holt er sich direkt aus der Luft. Ein absolutes Klasse-Tor. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt wird es gefährlich. Da passt er auf. Sie kommen über den Flügel. Philipp Kostic. Stefan Schwab. Andrija Pavlović. Gnas Müllner. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Ballverlust. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Andrija Pavlović. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten... Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Sie sind glücklich und warten auf die Lücke bei... Da schießt er! Die Chance nutzt er nicht. Es bleibt bei der knappen Führung. Und 2 Tore Vorsprung, das gibt natürlich deutlich mehr Ruhe. Rebic.
gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auf Vorteil. Klasse Aktion, Ball ist weg. Sehr gut aufgepasst. Spielt er den Ball in den Strafraum? Da kann der Abwehrspieler klären. Gut gemacht. Schussversuch. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Andrija Pavlovic. Ein gelungener Pass. Er ist frei. Da kann was draus werden. Der Ball. Und er schießt. Und er gibt ihn. Er gibt den Elfmeter. Ganz eindeutiges Foul. Klar spielt er auch den Ball, aber so darf man da einfach nicht reingehen. Richtige Entscheidung des Referees. Das sehen wir hier nochmal ganz deutlich. Unfaires Einsteigen. Nein, nicht das Tor bei diesem Strafstoß. Rode. Dani da Costa. Rebic. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Ganz stark. Jetzt gibt's einen Einwurf. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Sauber vom Ball getrennt hier. Nasmüllner. Wird das eine Torchance? So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Klasse Einsatz. Faires Tackling. Und jetzt wird es Einwurf geben. Boli Bolingoli. Nasmüllner. Rebic. Filip Kostic. Jetzt ist die Kugel weg. Stefan Schwab. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Da trennt er ihn vom Ball. Er spielt den Pass auf den Flügel. Nasmüllner. Jetzt kommt der Schuss. Und den Ball hält der Torhüter fest. Super dazwischen gegangen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kann er sich den Ball holen. Das könnte gefährlich werden. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Schönes Zuspiel. Filip Kostic. Flanke jetzt. Keine Gefahr hier. Da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Fängt diesen Ball ab. Viel versprechender Angriff, aber dann macht er ihn. Das, jetzt der Schuss. Tor. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind mal richtig gut zurückgekommen. Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung. Ja, da hat er sich gut bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Das Tor selbst ist dann Kindergeburtstag. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor.
könnte die Gelegenheit geben. Boli Bolingoli. Andrea Pavlovic. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Da hat er die große Gelegenheit, aber der Torwart ist da. Gut aufgepasst vom Keeper, eine tolle Parade. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Jetzt und Fernandes. Pacienza. Gute Ballführung. Super Pass. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Deniala. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Sie spielen den Freistoß schnell. Marvin Potzmann. Sauber vom Ball getrennt hier. Ganz stark. Ganz wichtig nochmal, diese Ecke, ob sie die Chance nutzen können. Jetzt kommt die Ecke. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Rebic. Toller Pass. Nochmal der Eckball. Jetzt ein Tor und dann war's das. Ecke kommt. An die Latte. Oh, da wäre es fast passiert. Was für eine Szene. Mächtig unter Druck und das Aluminium rettet sie. Da zieht er ab. Tolle Aktion vom Tor. Da haben sie nochmal die Chance durch diese Ecke. Jetzt der Eckball. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ecke kommt rein. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Heute haben wir keinen Sieger. Das Spiel endet unentschieden. Mit. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ah.
way I reached the level wanna be is undescribable. My little vid went viral, now they're telling me I'm viable. I know it's in my town, a couple man, they don't abide the rules.